Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play The Long Dark. Wir müssen die graue Mutter noch ein bisschen weiter befragen, zum Beispiel nach Astrid. Das hatten wir in der letzten Folge nicht mehr gemacht, also fahren wir damit mal gleich fort. I'm starting to get pretty worried about my friend. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. I remember something. A farmhouse on the other side of town. That night, the memories are confused, but somehow I remember the farmhouse. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Then you'll understand what happened to her. Wait. Farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. In the bank. You'll find the answers. Now go. Okay. Also irgendwie habe ich so das vage Gefühl, dass es eigentlich nicht um Astrid geht, sondern um irgendjemand anderen. Aber ich habe hier gerade gesehen, dass es da coole Suppe gibt. I must be losing my mind. It smells like food cooking in here. It's been a while since Grey Mother had anyone to make meals for. Please, take some soup before you go. Thank you. That's really very kind. Cool. Wir kriegen hier Essen? Wow. Der grauen Mutter wurde ein kostbarer Gegenstand gestohlen. Finde ihn und bringe ihr zurück. Okay. Hm. Hausgemachte Suppe. Oh, geil. Warm und nahrhaft. Ja, rein damit. Huhu. Yes. Oh, geil. Ich bin mal so richtig aufgewärmt von der leckeren Suppe. Oh. Yeah. So, liegt hier noch irgendwelches Zeug rum, das wir irgendwie mitnehmen können, benutzen können, whatever. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vergesse. Hier ist noch das Radio. Hier schwebt nach wie vor ein Buch. Keine Ahnung, wieso. Okay. Aber was wir jetzt mal tun könnten, ist noch ein bisschen mehr Futter hier reinlagern. Wir hatten ja gerade Zeug gefunden. Ich glaube mal, ich werde jetzt den Kaffee hier rüber tun. Umlagern. So, einmal Kaffee. So, dann hatten wir hier noch das Kaninchen. Das gibt dann auch gleich nochmal Futter hier. Der restliche Kram. Ich glaube, den Schokoriegel tun wir auch rüber. Und was haben wir hier noch? Ich glaube, so ganz so viele Dosen brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel Kalorien ich ihr jetzt gegeben habe bisher. Hoppala. Ach, ich komme hier immer noch durcheinander irgendwie. Das hier sind die Ziele. Okay, ich muss erstmal in dieses Bauernhaus. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas anderes finden. Nebenstory hier. Bankschließfach, Schlüssel, Wegelagerei, zusätzliche Vorräte, Feuerholzbehälter muss ich auch noch aufstocken, da fehlt ja auch noch eine Menge. Okay, cool. Kriegen wir aber hin. So, was haben wir hier? Karton? Ups, nein, ich will das Ding gar nicht anmachen. Sonderbündel, das ist die coole Sache, kann man eigentlich immer brauchen. So, okay. So, das hätten wir. Jetzt mache ich mich aber mal klein und hässlich, in der Hoffnung, dass da jetzt die Wölfe vielleicht mal ein bisschen weniger Intensität da draußen haben. Natürlich nicht. Ach, shit. So, Zedernholz. Das darf hier mit rein. Okay. Ich glaube, Zeder tue ich noch rein und Zeitung auch. Haben wir jetzt noch irgendwas, was hier rein müsste?
Ich weiß jetzt nicht, wie viel die, so. Mal gucken, ist der hier immer noch am Fressen? Ich glaube schon. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich eigentlich hin muss bei dem Kackwetter. Natürlich in die andere Richtung und direkt straight gegenüber. Wäre ja sonst nicht lustig. Huch. Okay. Also Leute, dann wagen wir uns jetzt mal in Richtung andere Richtung. In Richtung andere Richtung. Oh mein. Ich möchte natürlich das Farmhaus finden. Idealerweise so, dass mich der Wolf nicht erwischt. Vielleicht kommen wir ja hier außen runter. Und der frisst da jetzt ganz brav vor sich hin. Oh Mann, ey. Ich habe da sowas von keinen Bock drauf. Der war schlecht gelaunt. Der ist da immer noch am Fressen. Abgelaufen. Temperatur steigt, okay. War ich hier schon mal drin? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Gucken wir mal. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Nope. Keine Dinge drin. Können wir eigentlich auch gleich wieder raus. Da ist der hungrige Wolf. Mackenzie und der hungrige Wolf. Also nicht Peter und der Wolf, sondern Mackenzie und der Wolf. Oh. So, aber ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier so ein bisschen die letzte Ecke war, wo wir direkt auf Wölfe treffen. Weil ich meine, hier unten ist es dann doch ein bisschen kalt. Oh, was ist das denn hier? Glänzender Lackporling. Kann man brauchen. Wofür auch immer. So. Okay. Dann mal ein Stückchen weiter. In der Hoffnung, dass sie keine Wölfe sind. Sonst werde ich gefressen. Okay, also ich sehe jetzt zumindest gerade niemanden. Also laufen wir hier einfach mal. Oh, Milton's Pool. This is just terrible. Aha. Aber hieß es nicht, dass hinter der Schule irgendwie ein Versteck sein sollte? Oder habe ich das jetzt einfach falsch in Erinnerung? Oh, hier ist Kohle. Geil. Kann ich auch gleich mitnehmen. Das ist dann für die graue Mutter. So. Ha. Aber keine Ahnung, wo hier jetzt ein Versteck sein könnte. Das sieht jetzt nicht so einladend aus hier, um ehrlich zu sein. Also hier ist die alte Schule. Jetzt muss ich mal gucken. Was hatte ich denn hier noch an Quests übrig? Nebenstory, Bankschließfach, Wegelagerei, Brücke. Ach, Kirche. Nee, nicht bei der Kirche, sondern... nicht bei der Schule, sondern bei der Kirche. Okay. Muss ich jetzt hier mal ein Stückchen weiter runter. Ich glaube, da ist jetzt auch wieder die Straße. Wo ich dann zu diesem lustigen, Farmhaus komme. Okay. Boah, das Wetter ist ja hier richtig am Arsch. Also, im Ernst. Nicht... Au. Oh, nicht die schönste Ecke. Sind hier Wölfe? Ich glaube mal, die Frage werde ich wahrscheinlich noch 100 Mal stellen. So, oh, sind hier Wölfe? No, no, Hilfe. Okay. Das sieht jetzt hier auch nicht sonderlich heimelig aus, um ehrlich zu sein. Aber hier sind schon mal irgendwelche Depots. Vielleicht kann ich hier ja irgendwelches Zeug einsammeln, aber ich bin dann zumindest noch ein bisschen windgeschützt, hoffe ich mal. Sind hier irgendwelche Viecher? Ich sehe zumindest gerade keine. Und ich hoffe einfach mal, dass das so bleibt. Das sind so Pfosten. Also auf die Entfernung ist es wirklich schwer zu erkennen, ob da irgendwelche Viecher rumrennen oder nicht. Also schleiche ich mich einfach mal von Gebäude zu Gebäude
und hoffe, dass ich damit Glück habe. Wow, Alter. So was freie Feld, da ist das Wetterchen noch richtig schön schneidend kalt. Das ist aber auch eine Sache. Ich habe ja einen guten Teil meiner Schulzeit damit verbracht, auf dem Land zu wohnen. Und mein Schulweg zur Bushaltestelle führte auch über freies Feld. Im Winter war das richtig unschön. Also ich kann mir sehr, sehr gut... sehr, sehr gut vorstellen, wie dieses Wetterchen sich anfühlen muss. Nicht sehr angenehm. So. Bauernhof von Paradiesauen. Ja, na, Paradiesaue. Ist okay. Total paradiesisch. Und jetzt fängt es an zu schneien. Ist das geil. Oh, da ist ein Wolf. Alter Schwede. Oh, fuck. Okay, wie komme ich denn da jetzt hin? Oh, geil. Das klingt, als hätte der Wolf irgendwie sich zu essen geholt. In der Scheune. Bei irgendwelchen Viechern. Oh, Mann. Da vorne ist das Viech. Alter, gehst du weg? Da läuft er. Okay, dann komme ich vielleicht einfach hier entlang runter. Oh, oh. Sehr gut. Okay. Also vor Magnesiumfackeln haben die Viecher wohl offensichtlich Schiss. Ha! Kann ich jetzt mal ein bisschen schneller in Richtung Haus laufen? Weil ich habe ja meine tolle Fackel hier. Die Fackel, die mich beschützt. Vor fiesen Killerwölfen und so. Mua. Get lost, ihr Kackviecher. Mua. Das ist so ein bisschen jetzt wie wie bei Subnautica, habe ich den Eindruck. Oh, hier ist noch Hibiskus, okay. Nee, Hagebutte. Wow, shit, das Wetter wird jetzt mal so richtig scheiße. Okay, wie sieht's denn hier aus? Okay, das Wetter wird scheiße und ich stehe jetzt hier. Na super. Okay, lass uns einfach sterben. What the fuck? That scarf wrapped around your arm. Where'd you get it? You're never gonna find her. What did you do to my friend? We burned them all, you know, in the old school. It was so easy. We just shoved them in there and locked the door. You monsters. It just happened. All the lights went out, damn bus lost control and crashed into the tunnel. Brought the roof down on us. Barely crawled out of there alive, hell, some didn't. People all hanging around trying to get warm after the power went out. All huddled together, scared and freezing. Oh man, I would like to have seen that. But we sure warmed them up. You're a bastard. That's about right. We put them all in the old schoolhouse so we could keep an eye on them. And then something happened to the lights. The power. It was like sparks everywhere and then fire. Your scarf lady found us while the school was burning. She tried to help get them out, but it was already too late. Smoke already did them in. She fought like hell to try and get them out. She stuck a knife or a screwdriver, I'm not sure, into one of our guys. Cut me, too. And then ran out into the blizzard. Where did you see her after that? You want to know about your lady? Help me first. Damn it, tell me where she is. We caught up, but
She's a fiery one. Still had the knife. Got me real good, you can see. We tried to stop her, but she ended up on the bus. And somehow, she was small enough to crawl through the crushed part. She got away. Whatever good it's gonna do her. If you so much as hurt... We barely clipped her wings. She wasn't hurt too bad. Not hurt too bad? All right, she was bleeding. A bit. No way out of here now. The roads are all blocked. You'll never find her. You have no idea how stubborn I am. After the old lady in the house, too? As well as letting those people in the school burn to death? Hey. You think they put me on that bus for my good behavior? That's the bus to Black Rock. Black Rock? Yeah, you know. Black Rock Federal Pen. Where they put the worst of the bad people. Bad people, bad people. People too bad for the mainland. It's like an old penal colony or some damn thing. They know there's no easy way for us to get back. Imagine how lucky you are. All those people in Milton, scared, dying, and you. Ach du Scheiße. Und ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich ihn töte oder ihm helfe. Alter. Okay, er ist ein Bastard. Also ein richtig übler Typ. Andererseits, er hat uns seine Informationen gegeben. Und ich bin kein Killer. Wahrscheinlich wird mir das auf die Füße fallen, aber ich... Naja, ich brauche das Messer. Ich nehme das mal mit. You don't deserve help. But here. Oh, that's better. Now, I'll just sit here for a while. I think I'm warming up. Oh. Okay. Also, ich habe den Typen jetzt hier. Wir nehmen erstmal das Bankschließfach mit, also den Schlüssel. Das war ja das, worum uns die Grey Mother gebeten hatte. Oh, Brecheisen, Ultra. Das hat sich jetzt hier wenigstens schon mal echt gelohnt. Was haben wir hier noch? Stapel Papier, Nähzeug, yes. Oh, geil, oh. Und draußen ist das Wetter halt richtig kacke. Oh. Die nehmen wir wieder mit. Was ist das hier? Schokoriegel. Juhu! Stromrechnung, okay. Mal gucken, was hier so drin steht. Sehr geehrter Herr Barker, Ihre Zahlungen an die Mainland Power Corp sind jetzt deutlich verspätet. Ihr Kontosoll beträgt $1,256.45. Trotz unserer Bemühungen, Sie bezüglich der Klärung dieses Sachverhalts zu kontaktieren, müssen wir Sie mit dieser dritten und letzten Mahnung informieren, dass wir uns leider gezwungen sehen, Ihre Stromversorgung mit sofortiger Wirkung zu trennen. Wir haben ein Wiederbeschaffungsteam beauftragt, Ihre gemietete Solarzelle Typ BK1 zurückzuholen. Sobald Sie Ihren Kontostand ausgeglichen haben, stellen wir Ihre Versorgung gerne wieder her. Bitte beachten Sie, dass alle Zählermessungen durch unparteiische Drohnen durchgeführt werden, die von unserer Überwachungsstation auf der Großer Bärinsel entsendet werden.
Falls Sie Einspruch gegen diese Messung erheben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner, den Sie laut unseren Unterlagen in Daten fehlen finden. Mainland Power Corp. ist der führende Anbieter von stromnetzbasierten Diensten in der südlichen Region der Großer Bärinsel. Wir sind stolz auf unseren hervorragenden Kundenservice, der 3 Jahre in Folge mit der Moschusgrünen Service-Medaille ausgezeichnet wurde. Falls Sie eine Zahlung leisten oder Ihren Kontostand erfragen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit per Telefon, E-Mail, sozialen Medien oder Drohnenpost an den unten angegebenen Kontakt. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen. What the fuck? Okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Offensichtlich wurde ich hier... Oh, warte mal. Nee, ich will jetzt hier eigentlich kein Feuer machen. Zurück. Ich will mich hier erstmal umsehen, ob ich irgendwas Lustiges finde. Geschmacklose Tomatensuppe. Ja, Tomatensuppe ist ja auch irgendwie geschmacklos. Aber hier ist Essen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Was haben wir hier unten? Schrank durchsuchen. Auch wichtig. Noch mehr Schränke. Okay. Brauchen wir eigentlich nicht. So, was haben wir hier? Ein Dosenöffner, den haben wir schon. Vielleicht ist er hier noch? Nee, ist es nicht. Mikrowelle schließen, aber hier ist Kräutertee. Okay, also wir durchsuchen hier weiterhin das Häuschen. Aber ich sehe... Oh, Erdnussbutter. Boah, 900 Kalorien, liebe Leute. Also, wenn ihr euch mal ordentlich vollballern wollt. Erdnussbutter ist der harte Shit. Puh. Oh, hier hängt auch noch was. Notiz des Nachbarn. Aber das ist alles so Zeug, das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ihr Lieben, danke, dass ihr wieder reingeguckt habt. Wir haben jetzt einen Sträfling verschont, der es eigentlich nicht verdient hatte. Und ich denke mal, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut bis dahin und tschüss.